Ja, hallo, liebe Zuschauer, hier mal ein weiteres Reparaturvideo, also nichts mit Elektronik. Es geht hier in dem Video um diesen alten Rasenmäher und der hat seinen Geist aufgegeben. Also es ist ein Elektrorasenmäher. Ich habe hier schon mal den Stecker reingesteckt und mach kurz an oder will den kurz anmachen. Und da passiert also nichts. Und die Frage ist natürlich, was kann da kaputt gehen bei so einem Elektrorasenmäher? Also ich habe eine Sache schon festgestellt, die will ich mal kurz zeigen. Dazu mache ich mal die Kamera kurz ab. Das eine, was ich hier mal gesehen habe, ist, dass hier der Stift von dem Stecker hier, der hier rauskommt, etwas niedrig ist. Das heißt, er wird ein bisschen reingedrückt. Es kann natürlich dann sein, dass hier in der Box da irgendwas ab ist. Und die zweite Sache, die ich auf jeden Fall nachgucke, ist die Konstellation des Motors. Und dazu drehe ich jetzt mal den Mäher hier um. Vielleicht kurz noch was zum Mäher selbst. Hier sieht man den Hersteller, Gutbrot, Werke, irgendwas, keine Ahnung. Und man sieht schon anhand der Postleitzahl, das Ding ist uralt. Ich habe innen, also auf dem Motor mal gesehen, da ist ein Label von 1988. Also der Motor wird 89 oder 90 verkauft worden sein oder hergestellt worden sein. Also über 30 Jahre alt und hat aber dann bis jetzt seine Dienste geleistet. Jetzt geht er gar nicht mehr und ich drehe mal kurz um, um den Motor zu zeigen. Bei dem Motor ist es ziemlich einfach, oder beziehungsweise eigentlich bei allen Rasenmähern. Man kann hier das Messer relativ schnell rausschrauben hier in der Mitte. Dann sieht man hier so eine Abdeckung noch, die nehme ich hier ab. Und man hat hier noch diese Abdeckung, die kann ich auch abnehmen. Und da sieht man dann den Motor. Und wenn man jetzt mal genauer hinguckt, sieht man hier drunter noch ein anderes Teil, da gehe ich gleich mal mit der Kamera kurz rein. Also das ist praktisch hier an der Stelle. Da ist so ein oranges Teil, was darauf hindeutet, dass das hier ein Kondensatormotor ist. Das heißt ein bürstenloser Motor, was schon mal sehr gut ist. Denn der Motor an sich, denke ich mal, ist nicht kaputt, sondern es wird der Kondensator hier sein und den werde ich natürlich auch erstmal austauschen. Dazu löse ich hier vier Schrauben, nämlich diese beiden und die hier. Und dann kann ich das Ganze hier abmachen und dann kann man mal den Kondensator sich anschauen. So, hier sieht man jetzt den Kondensator. Ich kann das hier leider nicht weiter rausnehmen, weil das Kabel hier sehr kurz ist. Ich muss dazu hier diese Klemme erstmal abschrauben. Hier ist also dieser Kondensator, den ich abnehmen werde. Hier ist eine Mutter, kann ich also abschrauben. Und dann kommt da erstmal ein neuer Kondensator rein. Ich habe den schon mal ein bisschen lose gemacht und kann ihn also mit Hand jetzt abmontieren, abschrauben. Das ist also hier der Kondensator und der hat, ich zoome noch mal rein, ich weiß nicht, ob das erkennen kann. Achso, andersrum, Kapazität hier steht 12 μF. Und natürlich 400 Volt oder was er hat, 450 Volt. Und so einen will ich jetzt erstmal besorgen und dann erstmal da einbauen. So, hier ist dieser neue Kondensator zu sehen. In dem Fall habe ich den von Pollin Motorkondensator. Da kann man suchen und findet man etliche Typen. Und ich habe auch den gefunden, den ich brauche hier, nämlich mit 12 μF 450 Volt. Da muss man immer aufpassen, wenn man die kauft. Es gibt welche, die haben die Stifte hier für die 6,3 mm Stecker. Oder die haben eben Leitungsanschlüsse, also Drähte oder sowas. Und da muss man also gucken, was man da braucht. Ich habe jetzt hier einen mit diesen Stiften natürlich, damit ich den hier wieder ranstecken kann. Also stecke ich den erstmal ab. Wenn es ein bisschen schwer geht, nimmt man eine Zange. Hier sind vier Anschlüsse, die jetzt aber nicht relevant sind. Also nicht alle vier, sondern nur zwei. Ist auch egal, wo das jetzt dran war. Und dann kommt hier der Kondensator wieder ran, der neue. Mutter nehme ich ab. Na, so. Und dann kommt der hier wieder rein. So. Jetzt baue ich den Motor erstmal wieder ein. Achso, was ich noch sagen wollte, ist, man sollte auch mal probieren, also festschrauben tue ich den gleich noch. Man sollte auch mal probieren, ob der Motor leichtgängig geht.
Nicht, dass da irgendwas verklemmt ist, aber der hier geht, wenn zur Seite legen, eigentlich ganz gut. Da ist auch nichts zu hören, was irgendwie kratzt oder so. Also der ist noch im relativ guten Zustand. Gut, Rost ist immer sowieso bei den Dingern dabei. Aber ich denke mal, der sollte eigentlich dann wieder laufen. So, angeklemmt ist er hier wieder. Jetzt muss ich bloß zusehen, dass ich hier diese Schraube wieder ranbekomme. Der hier diese Verbindung, das Verbindungsplastik hält. Muss ich gleich nochmal festschrauben. Die ist irgendwie auch ein bisschen kurz, sehe ich gerade. Ich werde da mal eine andere Schraube nehmen, die ist mir zu locker. So, die Schraube hier, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, ist etwas länger, die passt besser. Jetzt muss ich hier irgendwie die reindrehen. Ist ein bisschen doof, weil der Schraubenzieher hier ein bisschen zu lang ist. Ich muss den anderen Schraubenzieher auch noch nehmen. So, jetzt hoffe ich, dass das dann passt. Also anziehen tut die Schraube, ist schon mal ganz gut, sitzt also ganz gut. Und jetzt kann ich den erstmal hier wieder in die Position bringen, den Motor. Muss ja aufpassen auf die Leitung, die da jetzt ist. Oh. So kommt er rein. Und dann kann ich ihn auch erstmal wieder festschrauben und den ersten Probelauf machen. So, das Anschlusskabel ist jetzt auch dran. Ich werde mal ganz kurz versuchen, den einzuschalten. Hier mit dem Schalter. Ja, siehe da, er funktioniert. Also bei diesen Kondensatormotoren ist es meistens so, dass diese Kondensatoren einfach kaputt gehen. Der war hier jetzt über 30 Jahre alt und dann kann man den einfach auch mal so tauschen. Ich habe den jetzt nicht nachgemessen, aber man hat ja gesehen, er hat erst nicht funktioniert, jetzt geht er wieder. Und damit wäre das erstmal erledigt. Jetzt muss ich nochmal gucken, wie ich das vorne an dem Schalter mache mit diesem Stift von dem Stecker, ob ich da nochmal rangehe und das Ding aufmache und nochmal gucke, was da ist, dass der Stift nicht weiter sich wegdrückt, wenn man da den Stecker reinsteckt. So, den Motor habe ich jetzt auch erstmal wieder angeschraubt und mache das auch gleich zu. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Motor. Warum heißt der Kondensatormotor? Beziehungsweise, wieso ist da überhaupt ein Kondensator drin? Man sieht vielleicht hier unten. Dort kommen vom Motor nicht zwei Leitungen. Ich mache mal die Kamera ab und dann gehe ich mal da runter. Da kommen also nicht zwei Leitungen nur raus, sondern vier. Und der Motor wird praktisch über zwei Spulen, die sozusagen räumlich entgegengesetzt gewickelt sind oder beziehungsweise räumlich anders angeordnet sind, bestromt. Wenn man jetzt also die bestromen würde, würde sich der Motor gar nicht drehen, sondern man muss bei der Einspule sozusagen eine Phasenverschiebung hervorrufen und das schafft man nur mit so einem Kondensator und dann dreht er sich. Das ist eigentlich so das Prinzip. Dieser Motor ist sozusagen oder geht in die Reihe der Asynchronmotoren. Das ist nur mal zu dem Motor. Also deswegen kommen hier eben vier Leitungen raus für die beiden Spulen jeweils. Und einer davon geht dann praktisch dort ja, an den Kondensator und dann gehen sie zu zweit an die Netzspannung. Jetzt kümmere ich mich mal um diesen Stecker, wie gesagt. So, man sieht jetzt hier, dieser Stift ist niedriger als der linke hier in dem Fall. Das heißt, er wird oder wurde reingedrückt durchs Reinstecken hier des Steckers. Und jetzt wollte ich es eigentlich aufmachen, also hier die Schrauben lösen und hier aufmachen. Allerdings sehe ich hier, man sieht es vielleicht ganz gut, da, das ist genietet. Und da habe ich im Moment, ehrlich gesagt, keine Lust. Im Moment läuft der mehr, darum ging es eigentlich hauptsächlich. Vielleicht beim anderen Mal in Ruhe, wenn hier der Kontakt völlig versunken ist, dann werde ich ihn nochmal aufmachen. Aber jetzt nicht, im Moment läuft der soweit, sodass ich das hier vielleicht mal später mache. Ja, man sieht, so ein alter Mäher, über 30 Jahre alt, lässt sich durchaus noch reparieren und der funktioniert tadellos. Man kann sicherlich am Motor noch mal ein bisschen schmieren und man sollte natürlich auch mal gucken, ob die Klingen noch alle scharf sind.
Das sind ja noch andere Sachen, die man tun kann, ein bisschen säubern und so weiter. Aber man muss den nicht wegschmeißen oder einen neuen kaufen. Der Vorteil an diesem Mäher ist einfach, dass er einen Kondensatormotor hat, wo man den Kondensator nach ein paar Jahren austauschen kann. Denn der Motor an sich wird, denke ich mal, noch eine Weile halten, auch wenn er, sag ich mal, verrostet aussieht oder so. Aber ich habe auch schon andere Videos gesehen, da haben die neuen Mäher Motoren mit Bürsten. Das ist natürlich fatal, weil ich denke mal, nach ein paar Jahren, 4, 5 Jahren, sind die Bürsten dann hin, wenn man mit dem mäht. Also insofern hat dieser Mäher einen Riesenvorteil. Kein Verschleiß, sag ich mal, außer den Kondensator, den man leicht ersetzen kann. Ja, das soll es auch mal wieder gewesen sein zu dieser Reparatur. Ich wünsche weiterhin viel Spaß und tschüss.